Ja, liebe Raunheimerinnen und Raunheimer, ich wende mich heute an Sie, weil wir ein wirklich verrücktes, bedrückendes und auch sehr trauriges Jahr 2020 erlebt haben und jetzt auf dessen Ende zugehen. Zugleich schauen wir auf das Jahr 2021, auf das nächste Jahr und hoffen natürlich alle, dass dieses deutlich besser wird als das, was wir im vergangenen Jahr erleben mussten. Und es gab vor allem sehr viele private Schicksale, die mit der Corona-Pandemie verbunden waren, schwere gesundheitliche Folgen von den Menschen, die erkrankt waren. Aber es wird auch in der einen oder anderen Familie auch Todesfälle gegeben haben, nicht nur im Kreis Groß-Gerau, sondern auch hier durchaus in der Stadt Raunheim. Und neben diesen Folgen für die Gesundheit, für das Privatleben, gibt es auch schwerwiegende wirtschaftliche Folgen, die die Stadt treffen, finanzielle Folgen, erhebliche Verluste bei Gewerbesteuereinnahmen, aber noch viel schlimmer für die Menschen, die hier leben, die Bedrohung, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren können. Viele Menschen, die in Raunheim leben, befinden sich derzeit in Kurzarbeit und die Sorge, dass aus der Kurzarbeit Arbeitslosigkeit werden kann, die ist nun wirklich nicht unbegründet. Ich hoffe, dass wir durch diese Krise gut durchkommen, dass aus Kurzarbeit wieder ganz normale Beschäftigung wird und dass wir am Schluss in dieser Stadt nicht wesentlich mehr in der Arbeitslosigkeit haben werden, als es in der Vergangenheit der Fall war, denn da waren wir der Vollbeschäftigung hier sehr nah. Wir haben es tatsächlich mit der größten Krise zu tun, die wir in den letzten Jahrzehnten eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges bei uns erlebt haben. Und wir haben als Stadt vieles versucht, um darauf zu reagieren. Wir haben mit Wohnungsbaugesellschaften Kontakt aufgenommen, haben versucht, Mieterhöhungen zu verhindern, was uns auch gelungen ist. Wir haben versucht, Kündigungen zu verhindern, was uns auch gleichfalls gelungen ist. Wir haben unsere Stadtverwaltung so lange wie möglich offen gehalten, damit die Menschen keine Nachteile erleiden. Wir haben die Kitas und die Schulen, soweit es geht, offen gehalten, haben immer Notbetreuungssituationen gewährleisten können. Wir haben viel getan, aber man muss es auch mal am Schluss deutlich sagen, der Staat kann eine solche Krise nicht alleine meistern. Hier ist die Verantwortung der Menschen selbst viel mehr gefragt, als es in der Vergangenheit notwendig war. Sie wissen selbst, dass die Ausbreitung des Virus ganz maßgeblich dadurch erfolgt ist, dass Menschen leichtfertig waren, dass sie das Virus nicht ernst genommen haben. Und jetzt, glaube ich, ist der Zeitpunkt gekommen, wo es alle verstanden haben und wo wir im zweiten Lockdown darauf reagieren und diese schwere Krankheit in den Griff bekommen wollen. Und es besteht ja nun auch wirklich gute Aussicht durch Impfstoffe, die wohl schon Ende des Jahres zur Verfügung stehen und wo die Impfungen dann auch organisatorisch ablaufen können. Deswegen, meine Damen und Herren, für 2021 sehen wir in der Tat Licht am Horizont. Wir werden noch einige schwierige Monate durchstehen müssen bis zur Sommerpause. Nach der Sommerpause gehen alle davon aus, dass das Impfen der Menschen so weit fortgeschritten ist, dass man die Pandemie im Griff haben wird. Wir wissen es nicht sicher, aber vieles spricht dafür. Und was ich hoffe ist, dass diese eigentlich schlimme Erfahrung einen Vorteil für unsere Gesellschaft gebracht hat. Nämlich, dass wir erkannt haben, wir können näher zusammenrücken. Es kann immer etwas geschehen, auf das wir durch eigenes Handeln reagieren müssen. Und vielleicht kommen wir aus dieser Pandemie stärker heraus, als wir in sie hineingegangen sind. Ich wünsche uns zumindest, dass das für die Zukunft so festgestellt werden kann. Und ich wünsche vor allem, dass Sie in dieser schwierigen Zeit und trotz aller Kontaktbeschränkungen ein Weihnachtsfest noch feiern können, das der Situation angemessen für Sie so empfunden werden kann, dass Sie sagen, das ist ein Jahresausgang, der ein wenig versöhnlich ist, in den die Hoffnung hineingebracht werden kann. Denn das Weihnachtsfest ist ein Fest der Hoffnung und das soll es auch sein. Ich bin mir ganz sicher, dass wir ein Weihnachtsfest 2021 feiern können, indem wir all das nachholen, was 2020 für uns nicht möglich war. Und so schön, so besinnlich
und vielleicht auch in so großem Kreise, werden wir dann Weihnachten lange nicht gefeiert haben wie 2021. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und dass wir 2021 gemeinsam stark sind und uns auf unsere Zukunft freuen. Ihnen alles, alles Gute.